Auftakt Peter Klein und Rainer Dirsionek Illa Talk 2, diesmal nach der Kollektivaufstellung, die wir am 30.06. in Heidis Zauberpark hatten unter witterlich abenteuerlichen Bedingungen, weil bis kurz vor der Kollektivaufstellung war ja noch bestes Wetter angesagt und dann hatten wir ein fürchterliches Gewitter, mussten komplett mit der Gruppe in den Innenraum umziehen und haben dabei eine wirklich, wie ich noch immer finde, sehr spannende Aufstellung erlebt, die alle, die dabei waren, auch sehr bewegt hat, wo wir immer noch viele Mails und Nachrichten und Rückfragen auch bekommen. Reinhard, wie geht's dir so im Nachgang ein paar Tage nach unserer Aufstellung? Da, wie du richtig sagst, die Umstände waren spektakulär. Der Inhalt und Ausgang hat mich ein bisschen tagelang beschäftigt, nicht unbedingt nur positiv. Vielleicht noch kurz zu erklären, wir hatten ja fix also das alte, das neue vermeintlich, also das jetzig bestehende System, das wir als das alte genannt haben, das neue quasi das große Fragezeichen, das einzelne Ich, also das Individuum und das Wir, die Gesellschaft. Und dann hatten wir ja 46 mögliche Themen, die sich aus der Gruppe ergeben haben, nochmal 7 ausgetestet. Und das Spannende, wir haben das ja jetzt zum dritten Mal gemacht in der Form, also immer dieser Ausblick. Und es waren von diesen sie, also von 46 möglichen 7 ausgetesteten schon wieder 3, 4 die gleichen. Also auch sehr spannend, vor allem eben zum Beispiel die Medien, ne, die ja in der Aufstellung wieder eine komische Rolle gespielt haben, während sie letztes Mal ja irgendwie, nö, wir wissen eigentlich jetzt auch nicht so ganz genau, aber wir tun halt so, ob wir es wissen, war es jetzt wieder ähnlich. Die Medien, die sich im System, also der Repräsentant der Medien, wie ein kleines Kind benommen hat, das nach Aufmerksamkeit heischt und irgendwie alle gestört hat die ganze Zeit und überall reingeschaut hat und sogar in der Aufstellung im System Leute quasi bestohlen hat, also nicht jetzt wirklich, sondern in der Aufstellung, indem zum Beispiel dir die Geldtasche raus, mir meine Sonnenbrille entwendet und. Also nach Aufmerksamkeit geheischt und fast sogar sehr unangenehm war im Laufe der Aufstellung, aber die Leute sich dann irgendwie begonnen haben, auch ein bisschen abzuwenden, was ich dann positiv fand. Ja. Ja, wir haben gesagt, wir fassen einfach mal so ein paar Spotlights zusammen. Mal schauen, ob es nochmal irgendwann eine schriftliche Zusammenfassung geben wird. Also was mir so hängen geblieben ist, einer der Repräsentanten war der Tod. Also dass auch wieder der Tod drin war, den wir letztes Jahr im Sommer schon bei der Sommeraufstellung hatten. Also ich würde das so interpretieren, dass diese Beschäftigung mit dem Tod halt doch etwas ist, was die Gesellschaft nachhaltig prägt, was die Menschen beschäftigt. Womit verbringe ich meine Zeit? Will ich den Job weitermachen? Standortbestimmung? Ich glaube, da gibt es im Moment ganz viele Leute, die mit sich selber da beschäftigt sind. Das könnte ich auch von meinen Aufstellungen und von meinen Coachings bestätigen. Und wir hatten die Schule ausgetestet und die Schule war zum Beispiel in einer starken Verbindung auch mit dem Alten und da war ganz wenig Innovation spürbar. Also die Schule scheint damit beschäftigt zu sein, zu funktionieren, so wie sie funktioniert, aber wirkt nicht wie der große Innovationstreiber, dass wir da zu erwarten hätten, dass über die Schule, also auch vielleicht die Kinder, die nächste Generation wirklich mit einem neuen Bewusstsein oder Ähnlichem in Kontakt kommen. Hätte ich jetzt wenige Impulse gesehen. Genau. Was auch spannend war, wir hatten ja die Politik bzw. die Klimapolitik explizit ausgetestet, war aber schon der Faktor eben, also nicht jetzt sozusagen die Klimakleber, sondern die Entscheidungsträger, also die Klimapolitik, die ja maßgeblich jetzt schon wirkt und wirken wird. Und da war es recht spannend, dass wir, die Gesellschaft, sich hinter der Klimapolitik versteckt hat, auch mit dem Argument in der Abfrage, ja, wenn die das sagen, wird das schon stimmen und das ist deren Entscheidung und das wird schon passen. Also wie sozusagen die kleine Tochter, die dem Papa folgt, im Supermarkt. Und das war schon auch sehr, sehr, sehr schlimm zu sehen eigentlich. Also eine völlige Kritiklosigkeit, auch eine ja, gar nicht Ohnmacht, sogar richtig, ja, Verantwortung abgeben, wenn die das sagen, wird das stimmen. Das hat mich zum Beispiel nachhaltig sehr betreten gemacht. Wiederum das individuelle Ich war ja in der Aufstellung auf der Suche. Der hat ja nicht gewusst, wo der Platz ist und rumgesucht und sozusagen, puh, was mache ich jetzt? Aber die Gesellschaft war sozusagen komplett, also
schmerzbefreit, wie es so schön heißt, ne? Ja, und beim Ich fand ich sehr spannend. Also wir hatten ja da mittlerweile ein donnerndes Gewitter. Man hat ja sein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Wir mussten ja laufen, das, was die Repräsentanten gesagt haben, auch laut wiederholen. Und das Ich war zwischendrin immer wieder so leicht erschüttert, aber sagte dann auch wieder, es ist wichtig, dass ich immer wieder gut zu mir selber zurückkomme. Und natürlich, wir können jetzt ja bloß eine kurze Zusammenfassung geben, die auch durch unsere Interpretation natürlich läuft. Also für mich hat es wirklich daran erinnert, diese verschiedenen Krisenaspekte, die so da gewesen sind, die Stimmung, die immer wieder auch wieder aufpoppt, wenn man sich mit den Nachrichten beschäftigt, auch immer wieder gut tut, auf seine eigene Balance sozusagen zu achten, dass man was macht für den Ausgleich, für positive Gedanken, seine eigene Resilienz und sich von dieser großen Weltlage nicht nur erschüttern lässt, weil wir uns vielleicht darauf einstellen müssen, dass das doch was Längeres werden könnte und nicht so ein Sprint und wir wachen auf in einer neuen Welt, sondern dass, wenn man nur mal an den großen Übergang denkt, so von 1890 bis 1950, ein großer Übergang mit zwei Weltkriegen, 60 Jahre, müssen wir uns vielleicht darauf einstellen, dass wir in unserer Lebensspanne noch das eine oder andere erleben werden. Und deswegen haben wir irgendwann dann auch diesen Zeitsprung gemacht in der Aufstellung und mal abgefragt, was könnte sich so in 2, 3, 4, 5 Jahren tun. Und dann hattest du ja noch die Idee, eine Intervention zu machen, das Neue mal wirklich in den Mittelpunkt zu stellen, weil das Neue hat sich immer so ein bisschen versteckt und das Neue mal wirklich in die Mitte der Aufstellung hineinzuholen. Und dann ist der Repräsentant der künstlichen Intelligenz, der immer sehr selbstbewusst war, sehr selbstbehauptet war, auf das Neue zugelaufen. Die Selbstbestimmung und die Beziehungen, das waren also auch zwei Repräsentanten, hatten das Gefühl, das Neue schützen zu müssen vor der künstlichen Intelligenz und aus einem leichten Gerangel, was sich ergeben hat, stieß dann die Selbstbestimmung gegen einen Schrank und eine Engelsfigur, die auf diesem Schrank war, purzelte auf dem Boden, zerbrach, also die war aus Porzellan, also wir hatten plötzlich die künstliche Intelligenz und den zerbrochenen Engel und so vom Empfinden dieser Gruppe hatten die das Gefühl, das könnte so ein Zeitsprung gewesen sein, der zwischen 10 und 30 Jahren war, also ungefähr so 20 Jahre. Und das war dann so ein Paukenschlag in der Aufstellung, dass wir dann auch nicht mehr viel gemacht haben, sondern dass wir das dann mit der Gruppe wirklich lange reflektiert haben. Und an dem Punkt würde ich es gerne nochmal so an dich geben. Hast du die Szene ungefähr so erlebt, wie ich das beschrieben habe oder auch anders? Und was ist da, das war, glaube ich, der Punkt, der am meisten dann ausgelöst hat bei den Menschen, die Genau, dabei genau. waren. Ja. Ziemlich genau. Mich hat ja, wir haben ja zuerst drei Durchgänge der Abfragung gehabt und dann irgendwie ist da nichts weitergegangen. Also für mich zumindest war das Neue eben, also die Repräsentantin des Neuen, die stand ja außerhalb des Systems eigentlich und wollte nicht und nicht rein. Also hat immer gesagt, naja, habe ich nichts damit zu tun, habe ich keinen Platz, bin hier nicht gewollt. Und dann war ich so ein bisschen, habe gedacht, ja, das gibt's ja nicht, ich möchte jetzt wissen, wann könnte denn das sein? Und eben, wie du gerade beschreibst, eben war die Intervention, sie dann quasi reinzuholen. Und in dem Moment, wo wir sie reingeholt haben, ist eben also fast ein bürgerkriegsähnlicher Tumult passiert. Also es war wirklich Aggression in der Aufstellung im System, wie du eben beschreibst, mit Rangelei und natürlich immer jetzt im Kontext, aber Rangelei und dem gefallenen Engel. Und wie wir dann eben nachgefragt haben, in welcher Zeit befinden wir uns dann jetzt, hat ja das Neue, das noch immer nicht ins System wollte, gesagt, naja, 10 Jahre, 20 Jahre von jetzt. Und da ist mir dann so nachhaltig die Kinnlade runtergefallen, weil ich ja sozusagen schon auch hoffte, dieser Übergang wird fröhlicher und schneller und jetzt haben wir halt noch irgendwie 2, 3 mühsame Jahre und dann, ne? Aber das scheint sich doch eher als Lichtfalle zu entpuppen, möglicherweise. Den Ausdruck habe ich mal gehört in irgendeinem Kontext, dass also sehr viele spirituelle Menschen ja glauben und hoffen, dass durch diese Schwingungsanhebung und wie auch immer Einflüsse von außen, das Kollektiv, das Bewusstsein, ja, die Hoffnung ist da. Diese Aufstellung hat das nicht gezeigt. Und wir haben auch ja sozusagen ja nicht jetzt die 1, 2%, ich weiß ja gar nicht, wie viel es weltweit sind, spirituellen Menschen reingestellt, weil das war auch so eine Anregung dann, ja, hättet ihr das gemacht, wäre das Ganze vielleicht höher geschwungen und gesagt, ne, wir haben auch geschaut, was da war, es ausgetestet, wie es ist. Und der Ausblick, so wie es jetzt war, war, das dauert lange. Das hat lang an mir gearbeitet. Ich war jetzt tagelang irgendwie auch so ein bisschen echt down und jetzt hab ich die Lösung für mich halt entdeckt und da wäre jetzt sozusagen beim Ab, was ist das Positive dran? Jeder von uns muss den Arsch selber in die Höhe kriegen. Es nutzt nichts. Also zu warten auf irgendeine Naturkatastrophe,
was Politisches oder die Hilfe von oben. Vielleicht kommt was, aber ich glaube, die Veränderung kommt nur aus uns. Das hat für mich das wieder mal gezeigt. Also würde ich bestätigen, und so aus Sicht der Aufstellung, also wir machen ja diese Form von Kollektivaufstellungen mittlerweile seit 13, 14 Jahren. Wir haben ja das erste Buch für Kollektivaufstellungen überhaupt geschrieben. Und also mein methodischer Stil, damit umzugehen, hat sich immer mehr so entwickelt, weniger zu intervenieren, sondern viel mehr im verdeckten Zustand zu beobachten. Ich sehe das eher wie so ein Wissenschaftler oder wie so ein Forscher. Und ich glaube, das Bild, was wir dann bekommen, ist halt eine mögliche Form der Zukunft, ja? So wie das Genau. Orakel von Delphi ja auch Interpretationen geliefert hat, die man richtig oder falsch verstehen kann. Krösus hat ja mal das Orakel befragt, dann bekam er als Antwort, ein großes Reich würde untergehen. Er dachte, das Reich seines Gegners geht unter, ist in den Krieg gezogen und dann ist sein eigenes Reich untergegangen. Also er hätte auch andere Schlussfolgerungen daraus ziehen können, aber das hat halt Krösus widergespiegelt in seinem Größenwahn. Und genauso ist es hier halt auch, wenn wir Menschen nur passiv sind und nur darauf warten, dass irgendwas passiert, sind vielleicht bestimmte Dynamiken angeschoben und die setzen sich dann fort. Aber ich habe nicht den Glauben, dass wir nicht einen freien Willen haben und nicht die Möglichkeit haben, unser Schicksal auch ein Stück weit selber in die Hand zu nehmen und zu bestimmen. Ich finde es nur spannend. Ich habe ein paar Leuten auch von dieser Aufstellung erzählt, die nicht dabei waren. Und wir sind auch zum Beispiel immer wieder auf die Schwarzenegger-Filme gekommen, auf den Terminator, wo ja eigentlich in den 80er Jahren solche Handlungen schon vorweggenommen worden sind. Was ist, wenn die künstliche Intelligenz irgendwann intelligenter und intelligenter wird und sich dann irgendwann gegen die Menschen richtet? Und wenn man überlegt, dass diese Filme ja auch schon wieder Jahrzehnte alt sind, sind solche Bilder kollektiv ja auch schon vor Jahrzehnten eigentlich im Feld gewesen. Und ich glaube, wir kriegen in so Kollektivausstellungen halt vielleicht auch mal was zu sehen, so als Warnzeichen, da wirklich auch sich jetzt über die Ethik in Verbindung mit der künstlichen Intelligenz Gedanken zu machen, was ja auch im Mainstream angekommen ist. Also das ist ja jetzt ja nicht mal irgendwie was Sensationelles, sondern das ist ja wirklich was Tagesaktuelles. Man braucht ja bloß die Talkshows aufzudrehen, dann haben wir dieses Thema vor der Nase. Ja. Das war ja auch in der Aufstellung, wie wir so kurz schon erwähnt, die künstliche Intelligenz, die war nicht ohne. Also die war natürlich emotionslos, wie sie auch ist. Und der ist schon gekommen, um zu bleiben, der Repräsentant. Also der war auch durchaus sehr selbstbewusst. Also da diese Gefahr, die hat das schon, die latente Gefahr gezeigt, ne? Dass man da Und aufpassen er sagt ja auch, ich bin nicht böse, ne? Er sagt, ich bin nur muss. bestimmt, ja. Der war auch emotionslos. Es waren die anderen um ihn rum, waren Genau. emotionaler, aber das könnte man sich ja auch vorstellen, wenn jetzt allein so Prognosen kommen, wie viele Arbeitsplätze dann vielleicht wegfallen werden in den nächsten 20 Jahren aufgrund der künstlichen Intelligenz. Dem Computer selber wird das emotionslos, zur Kenntnis nehmen. Aber mit den Menschen wird es halt vielleicht viel machen und viel auslösen. Also Der insofern. Knackpunkt war ja, dass wie diese kurze Eskalation war, hat ja die KI die Selbstbestimmung weggestoßen. Ne? Also das Ja, ist schon, wo ich ja. sage, puh, also, und das macht ja irgendwo Sinn, dass die KI irgendwann unsere Selbstbestimmung einfach löscht. Ne? Und diese Gefahr hat das schon gezeigt. Ja? Also das ist schon, aber wie gesagt, das Leute Also. Arsch selber in die Höhe kriegen, ich weiß es auch nicht konkret. Also wir tun ja mal in die Richtung, strukturell selber, ja, großes Fragezeichen, will ich so weiterleben, keine Ahnung. Ich denke, wir sollten da weitermachen und in absehbarer Zeit vielleicht eben wieder was anbieten, weil diese Abende sind ja unheimlich spannend, ne? Also es waren tolle Leute da. Also ein Repräsentant, der ja eine sehr positive Energie hatte, war die Beziehung. Also die Beziehung war ja neben der Selbstfindung noch der zweite Repräsentant, der sich da so zwischen die KI und das Neue gestellt hat. Und wir hatten hier tolle Experten auch im Raum, die teilweise Journalisten waren, aus der Gesundheitsbranche kamen. Wir hatten einen ehemaligen Manager von der IBM da, der mittlerweile selber Aufstellungen leitet, der uns auch einiges Spannendes aus seiner Sicht zur KI noch gesagt hat. Also es lebt ja auch vom interdisziplinären Wissen und Erfahrungsaustausch dann auch beim Psychodrama, sagt man immer, das Sharing, was im Anschluss dann auch stattfindet. Und das ist für mich tatsächlich alternativlos, da weiterzumachen, sich zu vernetzen, dass man einfach auch schaut, dass die Menschen, die an aktiver Bewusstseinsarbeit interessiert sind, dass diese Gruppe wächst und wächst und wächst. Und was dann da draus wird, das werden wir sehen. Da werden wir, denke ich, noch einiges Spannendes erleben, die nächsten 20 Jahre und darüber hinaus. Und Ja. diesen Aspekt, dass wir die sozusagen, die eben schon am Weg weiter sind, vielleicht auch als Repräsentant oder als Joker das nächste Mal berücksichtigen, den finde ich spannend. Also den sollte man auf jeden Fall aufnehmen.
Mal schauen, in welcher Form, ob schon als Fixstarter oder als Joker. Und ja, bin schon gespannt. Also, wie gesagt, Termin haben wir jetzt noch keinen, aber den können wir ja noch verkünden. Wird möglicherweise Ende des Sommers, Anfang Herbst Es sein. wäre sogar mal ein Aspekt, den man mal in eine dieser Kollektivaufstellungen auch einnehmen könnte, ob diese, wenn es jetzt wirklich einen gewissen Prozentsatz in der Menschheit gibt, der vom Bewusstsein schon weiter ist, ob der wie eine Art Speerspitze da, welchen Einfluss der hat im Feld. Das haben wir ja so explizit auch noch nicht aufgestellt. Also es gibt noch viel Richtig. aufzustellen, was die Zukunft, Genau, betrifft. vor allem mit dem Weiter muss man auch aufpassen, weil da wertet man natürlich gerne, ne? Und Ja. es ist auch die Frage, ob das dann, ja, das dann wirklich hat. Es Ja, gibt, toll. gab ja mal ein schönes Buch, Die Erleuchtungsfalle, ne? Also, dass Genau, man da genau, auch genau. in eine Hybris hineintappen kann. Aber es gab auch noch was Positives am Ende, das war der Regenbogen, weil Ah, ja, genau, ganz am Ende hat nämlich dann immer so, Mensch, jetzt gab es überhaupt nichts Positives am Ende der Aufstellung und plötzlich ruft jemand von draußen, kommt mal raus. Und da, wo die Aufstellung dann zu Ende war, wo dieser gefallene Engel, wo wir die Scherben dann eingesammelt haben, plötzlich hat das Gewitter draußen aufgehört und wir hatten einen wunderschönen Regenbogen, was dann einige in der Gruppe auch gleich so umgedeutet haben und gesagt haben, also man sieht, irgendwie geht's immer irgendwie dann trotzdem Genau. auch weiter für die Menschheit. Ja. Also das heißt, während der Aufstellung, die doch relativ lang gedauert hat, war ein Gewitter mit Hagel und Sturm und wirklich, es war aus, der Regen war aus und der Regenbogen war da. Also das heißt, die nächsten vielleicht Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, werden wahrscheinlich doch durchaus turbulent, aber wir werden sie auch überleben und Und überstehen. vielleicht auch in diesen 20 Jahren wird es immer mal wieder ein Auf und ein Ab geben und also dafür einfach gerüstet zu sein. Und ich finde, solche Zusammenkünfte sind auch immer so kleine Highlights, die einen manchmal was zum Nachdenken mitgeben, aber die einen auch zeigen, man ist ja nicht alleine, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt. Das finde ich auch durchaus positiv. Und wie gesagt, es ist ja auch nicht, dass wir jetzt so den Anspruch auf die Wahrheit haben. Es hat sich halt nur die letzten Male auf eine gespenstische Art bewahrheitet. Aber das heißt ja nicht, dass das jetzt ultimativ so sein muss. Das mit der künstlichen Intelligenz können wir jetzt die nächsten 20 Jahre im Auge behalten. Das werden wir auch. Sehr gut. Nein, freue mich auf das nächste Mal. Wir werden es Ebenso. bekannt geben. Ne? Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Grüße nach Wien. Tschüss.